Willkommen, liebe Leute, zurück zu Assassin's Creed Unity. Er wird morgen in Notre Dame sein, wenn er sich an den Plan hält. Okay. Ah, mein Freund, hallo. Hallo, was hast du denn? Geschäfte. Sie können Ihre Geschäfte Munition und Medizin in Geschäften auffüllen. Ihre Geräte, meine ich. Geschäfte findet man oft in der Nähe von Schnellreisestationen und Gesellschaftsclubs, mein Gott. Spüren Sie weiter auf, indem Sie Aussichtspunkte synchronisieren, um mehr von der Karte aufzudecken. Was passiert als nächstes? Moment, wir gucken ganz kurz. Giftgas. Rauchbomben. Ja, kann man mal eben ausgehen. Kirschbombe. Kirschbombe. Zielpersonen werden für kurze Zeit zum Aufschlag. Ach so, das ja, alles klar. Ezio lässt grüßen. Munition. Medizin. Medizin füllen wir nochmal kurz auf, komplett. Dietrich. Phantomklinge. Berserkerklinge. Fähigkeiten. Ausrüstung, Waffen, können wir das vielleicht auch direkt miteinander vergleichen oder sowas? Also man sieht ja schon hier, da sehe ich's, jetzt sehe ich's glaube ich, oder? Nee, ich dachte schon, weil links, da beim Schaden ist es links ganz hell und dann wird's dunkler. Ich hab kurzzeitig gedacht, ob es ab dem Punkt irgendwie zu zielen ist. Aber es ist wirklich so. Ja. Oder parieren? Parieren ist ein bisschen heller, das Gelb zwischen dem R und dem I. Ungefähr passt es. Ich weiß nicht, ob das überall so ist. Nee, hier ist zum Beispiel nicht mehr. Kann man die nicht miteinander direkt vergleichen? Das ist natürlich scheiße. Na gut. Boah, wie teuer die Sachen auch sind. Da brauchen wir 5000 dieser Punkte. Was sind das für Punkte? Komisch. Aber den gelben Max können wir ja schon spielen. Ja. Das sieht bestimmt irgendwie unfassbar komisch aus. Nehmen wir das mal. Machen wir einfach den gelben Blitz. Ja. Wir bringen dieses Buch mit den Templer-Daten zu Mirabeau, der wie gewohnt nichts damit anfangen wird. Du scheinst ihn nicht damit zu mögen. Letzte Nacht. Nicht durch uns. Die Templer schlachten sich seit 89 gegenseitig ab, als gäbe es kein Morgen. Ein Templerbürger? Er glaubt, er könnte den Krieg zwischen Assassinen und Templern beenden, die Revolution zu einem glücklichen Ende bringen und Hunde und Katzen friedlich zusammenleben lassen. Und das ist schlecht? Es ist ein selbstgerechtes Hirngespinst. Die Templer sind schwach wie nie, seit Jacques de Molay verbrannt wurde. Und wir verfolgen zweitklassige Schmuggler. Die Zöllner Frankreichs können wieder beruhigt schlafen. Abinon ist tot. Gefangene Adlige zu verhören, scheint etwas untypisch für ihn. Was haben die Templer nur vor? Hätten wir uns nicht von diesem Waffenstillstand einlullen lassen, wüssten wir es jetzt. Er hat recht, Honoré. Der Waffenstillstand bestand mit Großmeister de la Serre. Der Mann starb vor 2 Jahren. Wer immer nun das Sagen hat, seid sicher, dass er nicht untätig ist. Wir wüssten vielleicht mehr, hätten wir Sivert nicht entkommen lassen. Sivert war dort?
Ich weiß, euer Herz will gern den Frieden wahren. Doch brächten wir Monsieur de la Serres Mörder zur Strecke, wäre das auch etwas wert, oder nicht? Ja, wäre es. Doch verwechsle deine persönliche Vendetta nicht mit einem durchdachten Plan. Wenn er Templer töten will, lass den Templer töten. Ich habe ihm alles beigebracht. Er ist bereit. Also dann, Assassine. Begib dich zur Notre-Dame de Paris und finde dort den Templer-Agenten Charles Gabriel Civert. Ergründe sein Geheimnis, und ist dir das gelungen, bringst du ihn zum Schweigen, im Einklang mit unseren Regeln. Okay. Na gut, hier. Wo waren das jetzt? Hier. Hier kann man gucken, welchen Rang wir haben. Elite-Rekrut, das nächste ist Lehrling. Das ist geil. Was passiert hier? Was ist das denn? Sind das vielleicht die Punkte markiert, wo es so Relikte gibt irgendwo? Könnte sein, ne? Na gut, der gelbe Blitz macht sich mal jetzt aus dem Staub hier. Ja, Ladies, was ist hier los? Also, ja okay, dann halt nicht. Die sind einfach nur begeistert, dass wir da sind. Arnaud! Der sowieso. Aber der will nur meine Kohle haben. Was du denn für einen? Jetzt Koop spielen. So. Nee, jetzt nicht. Ja, das Gelbe geht in Ordnung. Also, ich denke mal, da gibt es geilere Sachen, aber. Ja. Ihr habt ja gesehen, die anderen Sachen sind alle so teuer, ja. Komm mal einen Moment hierher. Meint er mich? Nee. Erstmal ein Körper. Ist ja so tief hier. So. Na komm, was ist los? Alles klar, jetzt geht's um Notre Dame, Leute. Das wird super. So. Ich glaube, jetzt kommt gleich die Mission. Ich könnte mir das ganz gut vorstellen. Ich glaube, ich weiß sogar, dass es Sequenz 3 war. Die Mission, die man schon gesehen hat. Ruhig bleiben, Leute, ruhig bleiben. Komm schon. Durch dein Tod. Er ist ein Lehrling. Komm schon. Sohn einer Hure. Was hast du gesagt, du Bastard? Hast du es gesehen? Ja, oder? Krass, oder? Ach, Mist. Warte mal, haben wir. Wo kann man das denn sehen? Wir haben 2 Punkte, ja. Ich könnte mir kurz mal. ...14% haben wir schon. Okay, alles klar. Geht aber schnell. Ich könnte mir kurz mal schleichen. Ich glaube, unter Schleichen war das, oder? Gemeinschaftssinn, Schlosser, Knacker, Lehrling, genau. Homus, ist mein Hemd.
So, ich hoffe, das geht jetzt. Ja, perfekt. Ach du Scheiße. Ich glaube, das ist eine schwere Kiste, oder? Boah, shit. Hat's vergessen, ey. Hat's vergessen. Nee, nee, lass mal. Wir haben auch nur bedingt viele... wie heißen das jetzt schon wieder? Dietriche. Wir haben ja nicht unendlich viele. Schön. Schon wieder so eine rote Kiste. Jetzt müssen wir natürlich uns auch noch drauf schaffen, wie die eingegliedert. Was zur Hölle ist hier los, Mann? Wie viele? Wow. So. Ja, ich glaube, das ist die Mission, die man gesehen hat. Unser Plan? Unser Plan? Du bist nicht mehr mein Schüler, Bursche. Studiere deine Umgebung und entscheide selbst. Ich halte dir nicht das Händchen. Kein Ziel ist unerreichbar. Aus dem Weg. Weg! Wo zum Teufel ist Duchesneau? Wenn du keinen Schwachpunkt ausmachen kannst, erschaffe einen. Ist die Kathedrale gesichert? Oui, Monsieur. Gut. Sag sie der. Ich warte drinnen auf ihn. Überall Gelegenheiten. Du musst sie ergreifen. Ihr! Kommt mit den Schlüsseln zurück! Diebe! Und wenn alle Stränge reißen, warum opferst du dich nicht für die Sache? Dein Leben für seins, bis zu Altair. War das der levantinische Weg? Du meinst mit einem Dolch am helllichten Tag, weil ich ohnehin dabei sterben werde? Das wäre eine starke Botschaft. Ich mache es auf meine Art. Tu, was du willst, Assassine. Der gelbe Blitz. Das Gebiet erkunden, für Gelegenheit sorgen. Einmalige Amter der 1, geil zu gehen, 10 zu gehen. Ja, ist ganz cool. Sehr schön. Na gut, Leute, allerdings beim nächsten Mal. Ich mache hier einen Cut und wir schauen dann einfach mal, wie wir das angehen. Ja, Leute, auf jeden Fall danke fürs Zusehen und keine Sorge, wir werden auf jeden Fall nochmal eine andere Farbe und ein anderes Kostüm uns zusammenbasteln, aber ein bisschen Abwechslung für den Anfang, was wir uns leisten können. Naja, gut. Leute, wie gesagt, danke fürs Zusehen. Lasst gerne wieder ein bisschen Feedback da. Würde mich sehr, sehr freuen. Danke dafür und haut rein. Ciao.